Beim Einkaufen, auf der Straße, im Büro. In Paris trägt man Masken fast rund um die Uhr. Die französische Hauptstadt ist eine der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Regionen. Man kann schlecht absehen, wie sich das entwickelt. Wir sind alle schon etwas beunruhigt und wir hoffen, dass wir nicht so eine Welle wie im Frühjahr bekommen. Die Zahlen in Frankreich steigen an. Innerhalb von 24 Stunden gab es 9.843 bestätigte Neuinfektionen, so viele wie noch nie. Besonders junge Erwachsene stecken sich an, vermutlich beim Feiern oder im Urlaub. Ein weiterer Grund für die hohen Zahlen? Die Testkapazitäten wurden deutlich ausgeweitet, auf 1 Million Tests jede Woche. Landesweit sind die Zahlen der Corona-Patienten auf Intensivstationen noch weit von den Höchstständen im Frühjahr entfernt. Doch in manchen Regionen wie Marseille steigt der Druck. Wir haben zurzeit noch Kapazitäten, um die Patienten aufzunehmen, aber wir sehen schon einen stufenweisen Anstieg. Der französische Präsident Emmanuel Macron warnte am Vortag vor Panik, will aber nun Klarheit für die nächsten Wochen schaffen. Das Virus zirkuliert sehr stark. Das haben die Regierung und ich immer wieder deutlich gemacht. Wir haben Entscheidungen getroffen, die angebracht waren, und wir werden das weiter tun. Je nachdem, wie die Regionen betroffen sind, muss es unterschiedliche Regelungen geben. Heute soll entschieden werden, ob die Maßnahmen in Frankreich verschärft werden.